Sie haben sich gegründet im Jahr des Mauerfalls. 25 Jahre später spielen die Fantastischen Vier beim Jubiläum am Brandenburger Tor. Spiegel TV ist exklusiv dabei. Es ist weder ein ganz normaler Gig, noch ist es so, dass wir uns jetzt ins Höschen machen. Aber es ist schon was sehr Besonderes. Einfach der Anlass ist sehr besonders. Aber es ist jetzt eher die Ehrfurcht vor dem Anlass als vor den vielen Leuten. Und auch keine so eine Angst vor dem Handwerklichen. Das, was wir machen, das wissen wir schon. Das sind nur zwei Stücke. Das kommt aus dem Rückenmark. Wir haben also viel Potenzial in unserem Gehirn, die Eindrücke auf uns wirken zu lassen. Ein Hauch von Geschichte mit WM-Feeling. Hunderttausende erwarten Deutschlands Rap-Pioniere unter der bunt beleuchteten Quadriga. Disco-Tag heute. Vier immer jung. Das ist ihr Motto. Auch bei auftretenden Symptomen von Altersweitsichtigkeit. Danke. Sie ist so schlecht mittlerweile im Zwielicht. Fernsehdeutschland schaut zu, alle gucken, Mama zu Hause auch. Und alle werden einen darauf ansprechen. Und deswegen hilft nur eins, ruhig Blut. Los geht's! Heute feiern die Fantastischen Vier auch ein bisschen sich selbst. Keine Rap-Formation hat es so lange miteinander ausgehalten. Die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Aus der deutschen Musikszene sind die Schwaben nicht mehr wegzudenken. Sie sind zwar nicht mehr ganz frisch, wie sie selbst rappen, aber trotzdem findet die junge Generation sie hip und cool. Ihr Auftritt am Brandenburger Tor ist so ganz nebenbei auch ihre Silberhochzeit. Mit so manch prominentem Ehrengast. Auch Angela Merkel ist dabei. Die Frau Kanzlerin hat euch zugeschaut. Die Band hat keinen Regierungschef. Jeder darf mitbestimmen, eigentlich. Andy Y. ist der Soundtüftler. Michael Bernd Schmidt alias Mudo schreibt Texte, rappt und nennt sich Mikrofonprofessor. Thomas D. gilt als der Philosoph der Viererbande. Der erklärte Veganer arbeitete früher als Friseur. Michi Beck wird die Diva der Band genannt. Doch auch er muss sich den Entscheidungen aller beugen. Wir können alle nicht singen und keine Instrumente spielen, also mussten wir immer einen anderen Weg finden, zu dieser Musik zu kommen, zu diesem fertigen Stück oder dieser Platte. Und ich glaube, dadurch war das immer so, dass es uns, dadurch kam dieser hier ist der Chef und ihr macht alle, was ich will, Situation kam nie auf. Ich bin Chef. Hahaha, sagt der Michi Beck, ich bin Chef. Hahaha, lachten die anderen Chefs. Ja, Michi Chefbeck ist total der Chef und wir anderen machen halt mit. Aus Scherz sagen wir manchmal, weil Michi unser großer Skeptiker ist, dass er, wenn jeder eine Stimme hat, hat er zwei. Also wenn er einmal Nein sagt, dann zählt das doppelt. Und ich bin nicht der Chef, bei uns gibt es echt keinen Chef. Ich lege nur großes Engagement an den Tag, sagen wir mal so. 7 Millionen Platten haben die Fantastischen Vier seit ihrer Gründung verkauft. Einige davon fast schon deutsches Kulturgut. Und ich bin wieder allein. Die Vier lieben das Spiel, mit Worten, aber auch vor der Kamera. Wie beim Song Troy, eine Liebeserklärung an ihre Fans zum 20-jährigen Jubiläum. Treu sind beide Seiten. Ihr aktuelles Album landete wieder an der Spitze der Charts. Bei der Auskopplung Single versuchen sich die Fantas wieder als Schauspieler. Beim Dreh können sie sich auch mal von ihrer weiblichen Seite zeigen. Die Vier spielen Szenen einer 25-jährigen Ehe nach. Eigentlich ist es ihre Zweitehe, denn alle Mitglieder sind verheiratet. Mit der Band allerdings länger. Wir leben in einem, ich würde eher sagen, familienähnlichen Verhältnis seit 25 Jahren. Obwohl ja die ersten 5 Jahre war es natürlich eher so Jungsfreundschaft. Und dann wird es immer mehr zur Familie, weil wir einfach so viel teilen wie mit niemand anderem. Und deswegen auch so einen vertrauten Wahnsinn darstellen können vor der Kamera, ohne uns zu schämen voreinander oder so. Wobei gestern Abend die letzte Szene, ich mit Smudo und Löffelchen im Bett, beide nackig bis auf die Unterhose, das war schon eine Herausforderung, ehrlich gesagt. Vor allem, weil Smudo ist dann auch immer so ein Method-Actor und hat sich dann so voll mit seinem Bart in mein Ohr schnaufen.
Teppich, lass den Hut auf, weißt du, Pop ist dreckig. Eine fantastische Mischung aus Liebe und Gewohnheit. Auch ein Erfolgsrezept im Bett. Michi und Thomas D. spielen ein und dieselbe Frau. Andi und Smudo stellen den dazugehörigen Ehemann dar. Eine Herausforderung für die Maske. Smudo muss Andi zum Verwechseln ähnlich sehen. Das ist Thomas hier, Thomas und Andi. Andi, ein erfolgreicher Selfmade-Man. Thomas, eine klasse Frau. Naja, und man kann sehen, ne? Andi und ich, wir sehen uns ähnlich. Es sieht hier witzig aus, aber auf der anderen Seite, wenn man hier lang genug drauf guckt, dann sieht es auch ernst aus. Und das ist eigentlich der Kniff, mit dem wir arbeiten wollen. Dass das schon ernst ist und ernst gemeint ist auch. Und dadurch, dass wir eben aber alle Rollen spielen, hat es auch so einen leichten Fanta-Witz. Und dieser Witz ist ihr Markenzeichen. Immer wenn es zu ernst wird, nehmen sie die Abzweigung Richtung Klamauk. Wir müssen fast die Tränen kommen. Jetzt ist der Moment, wo du den Oscar verdienst. Und Kameras. Und Action. Und wenn es für den Oscar nicht reicht, dann gibt es ja immer noch die Kollegen vom Schnitt. Streitigkeiten bis aufs Messer hätte es bei ihnen nie gegeben, sagen sie. Was häufig zu Konflikten führt, war von Anfang an geklärt. Die Finanzen. Wir teilen alles durch vier. Wir können nur zu viert die fantastischen vier sein. Also da ist egal, ob einer mal mehr macht oder andere mal weniger. Das ist ja immer künstlerische Leistung, kannst du nicht in den 9-to-5 packen. Kreativität kannst du nicht erzwingen. Jeder braucht seinen Freiraum, das geben wir uns auch in der Band. Und dann, wenn wir zusammenkommen, gibt eben jeder, was er kann. Und das Ergebnis wird gerecht geteilt. Sagt Smudo. Kann sein, er hat uns die ganzen Jahre angelogen. Der weiß. Ist uns auch egal, wir haben ja damit nichts am Hut. Wir machen das ja für die Kunst. Angefangen hat alles in Stuttgart. Drei von ihnen sind längst weggezogen. Nur Andi Y. wohnt noch hier. Mit ihm geblieben sind die alten analogen Geräte. Darunter auch die erste selbstgebaute Beatbox. Der Klang weckt Erinnerungen an das erste Treffen mit Smudo. Wir haben uns so mit 14 kennengelernt über unsere Mütter, die befreundet waren. Und meine Mutter hat mich mal mitgenommen zu ihm. Und das war gerade, als ich mir meinen ersten Computerbausatz zusammengelötet hatte. Gerade zu dem Zeitpunkt lernte ich Smudo kennen. Die beiden Schwaben hörten Hip-Hop-Musik aus den USA, die damals in Deutschland kaum bekannt war. Hinter den Mauern des bürgerlichen Viertels fingen die beiden Jungen an, sich ihren ersten Drumcomputer zu bauen. Stolz nannten sie das Rhythmusgerät Bronx Box. Die Straßennamen ihrer Heimat klangen nicht ganz so cool. Schönbuchstraße, wo ich wohnte, in Leinfelden, ist auch überhaupt nicht so richtig street credible. Ja, das, we are from the Mittelstand. Das ist unsere Herkunft. Und ja, haben das Beste draus gemacht. Ich glaube, dass wir uns sehr lange kennen, ist ein wichtiger Punkt. Dass wir genau wissen, wie wir gewachsen sind, was sich an uns geändert hat, welche Probleme wir hatten und wo wir uns verbessert haben. Die Beständigkeit hat sich gelohnt. Die Rekordtour ist ausverkauft. An manchen Orten spielen die Fantastischen Vier sogar mehrmals. So, Freunde. Münchner Olympiahalle, legendärer Ort. Und wir spielen zum ersten Mal zweimal da. Und hier ist unser Zuhause, der Tourbus. Ist nicht der einzige Bus hier. Moin. Moin. Da ist noch einer, das ist die Band dann drin, also unsere Kapelle. Herzlich willkommen daheim. Hier, der untere Bereich ist der Aufenthaltsraum. Hier ist ein bisschen Küche, ein Toaster, Tee. Oder hier kann man klönen, dort ein bisschen Fernsehen gucken, hier auch ein bisschen klönen. So, und das hier ist jetzt der obere Bereich. Und hier ist schon allererstes Mal Rauchverbot, ganz wichtig. Und man sieht, hier kann man Tür zu machen, ist ein bisschen ruhiger. Hier ist Schlafzimmer. Hier hat jeder ein großes Bett. Jedes Bett übrigens, guck mal hier, schön schickimicki. Noch mal ein kleiner Fernseher und ein kleiner Zuspieler. Ja, man hört den anderen schnarchen, wenn er denn dann schnarcht. Oropax stimmt, muss ich mir heute noch kaufen, habe ich vergessen.
Es gibt tatsächlich viele Situationen, die mich ganz persönlich berühren, die ich nur mit den drei anderen Kollegen besprechen kann, weil nur wir gemeinsam das Gefühl teilen, wie es ist, mit Blumen oder mit Tomaten beworfen zu werden, wie sich das überhaupt anfühlt. Ganz andere Geschichten, wie es ist, wie sind alle Familienväter geworden in den letzten Jahren, wie es ist, Familie und Beruf zu organisieren, welche Probleme da auf einen zukommen und das zu managen, das kann ich halt auch nur mit den anderen drei teilen. Wochenlang leben sie während der Tour auf engstem Raum zusammen. Auch die Musiker, die mit ihnen auf der Bühne stehen, kennen sie schon Ewigkeiten. Das schweißt zusammen. In der Garderobe hat Thomas D. zur Teezeremonie geladen. Er will etwas feiern, zur Abwechslung ohne Alkohol. Der dritte Aufguss ist der Tee der langen Freundschaft. Den trinken wir jetzt gemeinsam. Kommen runter, schaffen Klarheit. Der ist normalerweise gar nicht so. Ja, da ist normalerweise auch Schnaps drin. Ist ja schon kalt. Thomas D. war noch Friseur, als er Smudo und Andi kennenlernte. Michi Beck kam zuletzt dazu. Er war noch absoluter Beginner, als die anderen drei ihn bei einem Auftritt entdeckten. Jugendhaus, Stuttgart-Degerloch, 1987. Wir haben die Hip-Hop-Party Nummer 2 veranstaltet, Freunde und ich. Richtige Freunde und ich. Also ich habe aufgelegt an dem Abend, aber ich habe auch eine kleine Rap-Performance. Und ein bisschen was getrunken hast du auch. Währenddessen. Aber jetzt erzähl. Ja, und dann, trink deinen Tee. Dann fanden die das anscheinend so beeindruckend, dass da so ein Typ lag auf der Bühne und sich während des Rappens Bier hat in den Mund gießen lassen. Ja. Das war aber kein geplanter Teil der Performance. Es ist einfach so passiert. Und dann hat Thomas mir diese Karte in die Hand gedrückt. Talentstudio Gunther Hanselmann. Und ich dachte, okay, das war's, siehst du, das war das Talent. Nichts passiert einfach so. Ich wusste, warum ich mich beim Rappen auf den Rücken hält lege. Nicht für den Talentsucher, auch geil. Und dann hat sich herausgestellt, dass das Talentstudio einfach der Teil eines Friseursalons war, wo Azubis für wenig Geld oder sogar für kein Geld anderen Leuten die Haare schneiden, deswegen Talentstudio. Da ist kurz für mich eine Welt zusammengebrochen. Den Rest ist Geschichte. Am Anfang rappten sie noch in englischer Sprache und nannten sich The Terminal Team. Doch bald wurde ihnen klar, dass Deutsch besser passt und was man damit erreichen kann. Es geht aber nicht darum, was ich hätte können, sondern was ich will. Und ich will Popstar werden. Ich werde Popstar. Eine präzise Prognose, die damals niemand ernst nahm. Dass sie einmal mit deutschem Rap die größten Hallen füllen werden, hat damals kaum jemand vermutet. Einem Prinzip sind sie von Anfang an treu geblieben. Sie machen so viel wie möglich in Eigenregie. Michi ist für die Optik zuständig. Beerdigungsfahren Haus Beck, schönen guten Tag. Wir haben hier eine ganz neue Kollektion reingekommen, die Gravedigger-Kollektion. Der Frühling kann kommen. Das ist hier für den besonders traurigen Anlass ohne Aufdruck. Wenn es nicht ganz so traurig war oder was demjenigen gegönnt habe, haben wir noch den lustigen Totenkopf. Und dann das F natürlich für fiktisch, Alter. Vor jedem Gig wird immer das gleiche Ritual zelebriert. Heute erstes Mal, aber Gunther meinte schon ganz richtig. Nicht zum letzten Mal. Nicht zum letzten Mal zu meinen und nicht aus dem Konzept bringen lassen. Keine Hektik. Nee. Keine Hektik. So ganz gelassen Raum lassen. Ja, dann sagt man mal kurz nichts. Das kann man auch machen. Leute, los geht's. Tour und Freundschaft. Selbstironie ist bei ihnen Programm. Rap-Zombies nennen sie sich selbst im Konzert-Opener 25. Wer in dem 2-Stunden-Programm den Text vergisst, muss schwitzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bislang sind sie ohne Bandpsychologen ausgekommen. Und das, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Wir sind das so wirklich so wie auf einem Kompass, Norden, Süden, Osten, Westen. So gegensätzlicher geht's nicht. Irgendwann wurde es uns immer klarer, dass auch unsere Unterschiedlichkeit, dadurch, dass wir alle 4 extrem unterschiedlich sind, eigentlich eine Gabe oder ein Geschenk ist an die Band. Weil wären wir alle gleicher,
dann würde sich das Endergebnis wahrscheinlich langweiliger oder eindimensionaler anhören. Und dass wir einfach unsere eigene Therapiegruppe sind. Das ist auch super wichtig. Ich glaube jetzt, jeder Einzelne wäre von uns irgendwie wahrscheinlich irgendwohin abgedriftet in irgendeine Richtung, wenn er die anderen nicht gehabt hätte. Alles, was wir bisher gemacht haben, haben wir zu viert immer am besten gemacht. Das klingt jetzt romantisch. Die Summe der Einzelteile ist es, das größer gemacht hat als die Einzelteile. Und das ist das, wovon wir alle am meisten profitieren. Dazu gehört auch ein beständiges Management. Seit 25 Jahren macht das Andreas Bär-Leska. Der Fotograf kennt die Viererbande ganz genau. Die ersten Begegnungen sind längst Legende. Jung, dauernd bekifft und völlig durchgeknallt. Es hat sich geäußert durch Naivität, unglaublichen Tatendrang, eine überschäumende Kreativität und dem permanenten Problem, kein Geld zu haben, nicht genügend Frauen abzubekommen und deswegen Popstar sein zu wollen. Die vierte Dimension. Popstar zu sein war ihnen bald zu eindimensional. Doch der Ausflug in die vierte Dimension, eine Comedy-Serie, war nur kurz. Und so geht es jedem, der versucht, Hip-Hop in den Dreck zu ziehen. Drogen, Sex und Geld, das regiert die Welt. Close your eyes, give me your hand, darling. Konsumartikel, Reize, Reizüberflutung. Nimm mich mit. Kauf mich. Ihr Leben heute deutlich entschleunigt. Thomas D. lebt mittlerweile auf dem Mars. Das steht für moderne Anstalt rigoroser Spacker. Das ist mein Pool. Ich meine, was ist ein Popstar ohne eigenen Pool? Wetter habe ich mir nicht dazu ausgesucht. Hier Multicord, da kann man ein bisschen lustig mit BMX und Skateboards und die Kinder lernen wunderbar Fahrrad fahren. Und hier kommen wir zum Studio. War mal ein Pferdestall. Wunderschön geworden. Auf dem Anwesen in der Eifel wohnt er mit Familie und Freunden. Sein Engagement gilt heute dem Tierschutz. Seit Jahren lebt er vegan. Direkt über dem Studio der Spielplatz für Männer. Hinten kleine Bar und ein Billard. Das ist echt oldschool. Ich dachte mir, ich hatte als Kind hatten meine Eltern Billard im Keller, weiß ich noch. Fand ich so toll, jetzt habe ich mir auch eins gekauft. Und hier ist die Bar. Da bedient dann der Chef doch mal gerne auch selber. Mit dem öffentlichen Leben als Popstar zurechtzukommen, für ihn eine Sache der Erfahrung. Also ich habe einerseits einen Vorteil, dass ich, wenn ich hier bleiben kann, mich hier ja nicht verstellen muss. Bin ja zu Hause, wie ich bin. Und zum anderen ist es ist natürlich nach 25 Jahren wahnsinnig eingefleischt. Also ich kann auch wahnsinnig schlecht drauf sein und dann freundlich ein Foto machen, ein Interview geben oder eine Unterschrift und danach wieder wahnsinnig sauer sein. Geht schon. Das ist halt, ich meine, ey. Auf dem Mars haben die Fanta 4 auch große Teile ihres neuen Albums aufgenommen. Ihre Texte entstehen gemeinsam. Das Ambiente WG-tauglich. Hier und da und überall liegen sie rum und texten. Wir drei hauptsächlich hier werden wir uns mit den Texten beschäftigen und an dem Salon sitzt in der Regie, in der Produktionszentrale, in der Steuerung. Bei dir warm, Alter. Thomas D., Thomas D., Thomas D., Thomas D., Thomas D. Die Hände hoch. Jetzt das hier mal nichts dran. Komm ihm nicht mit Eiern, Mann. Der Mann ist Veganer. Ansonsten kann man sagen, beschäftigen wir uns sehr viel mit Denken. Das ist ein innerer Vorgang. Ein Prozess, der äußerlich nicht so sichtbar ist. Wir sitzen dann hier an Rechnern, haben verschiedene Songs offen, an denen wir arbeiten, parallel. Wir sind jetzt gerade in der Phase, wo die meisten schon textlich sehr weit fortgeschritten sind, fast fertig. Und jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel haben wir das noch gemeinsam überarbeitet und gefinished. Das eingespielte Team kann von Spaß sofort auf Ernst umschalten und umgekehrt. Jeder Schmott nach vorne zwischen sich und Koi. Ich hab keinen Bock auf Porno, ich will nur mit dir ins Heu. Mit dem kleinen Wir stärken uns zusammen und wir sterben auch zusammen. Ja, genau.
Die enge Freundschaft beschränkt sich nicht nur auf die vier. Knapp 100 Leute arbeiten für die Rapper. Tourmanager Flo Haus schläft sogar im Bus der Fantas. Uns ist sehr wichtig, so eine Art familiäre Stimmung und so einen Circle zu haben. Natürlich wechseln manchmal manche Positionen aus verschiedensten Gründen. Aber uns ist schon wichtig, dieses Freundschaftsding und auch dieses Zusammenhalten und ein Team, eine Mannschaft. Jahre, für Musikbands eine Ewigkeit. Immer wieder werden sie deshalb nach dem vermeintlich bevorstehenden Ruhestand gefragt. Doch von Midlife-Crisis und Rap-Rollator wollen die Rekordmeister im deutschen Sprechgesang nichts wissen. Gleich echt so wie mit Brüdern. Man muss da nicht aufeinander hocken, um diese tiefe Zuneigung oder Verbundenheit oder vielleicht sogar Liebe zu spüren. Ja, ich weiß nicht. Wir werden weiter Musik machen und solange wir es halt machen können. Ihr seid doch jetzt schon Familienväter und ihr seid jetzt schon Mitte 40 und bla bla bla. Und dann denkst du irgendwann, okay, da bin ich halt zu alt für den Scheiß und? Das Einzige, was ich mir was lange Zukunft angeht, denke, ist, da wir das 25-Jährige wirklich so schön abgefeiert haben, glaube ich, dass wir genug Rückenwind haben, den Karren auch, wenn wir 50 sind, den Berg nochmal hochzuschieben. Mal gucken, wie er danach runterrollt. Das Durchschnittsalter der Rolling Stones ist 74. Man kann also noch einiges erwarten. Manager Bear Lesker jedenfalls will mit den Fantastischen Vier alt werden. Weißt du, wenn du 25 Jahre Manager einer solchen Band bist, wo andere vielleicht schon längst aufgegeben haben, entweder die Band oder das Management oder beide, und du bist immer noch dabei und du hast so einen Abend, dann stehst du da und sagst, das habe ich alles mitgemacht, das habe ich alles mit verursacht. Jeder von denen hat irgendwie was mit mir zu tun und ich was mit dem. Und wen das nicht anrührt, wen das nicht berührt, hat kein Herz. Der Manager denkt schon an das 30-jährige Jubiläum. Dann sind die Fantas Anfang 50. Best Ager on Stage. Nächste Woche in der Spiegel-TV-Reportage Unplugged mit Revolverheld auf Tour. Exklusiv begleiten wir die Abräumer des Jahres auf ihrer Deutschland-Tournee. Vom Feierabend im Bandbus bis zum Dienstbeginn am nächsten Morgen. Das ist die erste komplett ausverkaufte Tour in unserer kompletten Karriere. Also es ist der helle Wahnsinn. Ein Film über magische Momente auf der Bühne. Wir müssen nicht jedem gefallen. Jeder kann es scheiße finden, wenn er Bock drauf hat. Wir machen das, worauf wir Lust haben und es gefällt genug Leuten. Wir sind, glaube ich, mitten im Mainstream, ja, klar. Und über großen Zoff in der Garderobe. Das Leben einer Popband unplugged. Das Ding nicht machen, weil da halt Mädels umgekippt sind. Ja, genau. Und ich dachte die ganze Zeit, Alter, ich meine, weil ich mich immer wieder über die so geärgert habe. Ich weiß auch nicht, was da falsch läuft, aber dann müssen die halt knallehart briefen. Also die müssen echt Einläufe kriegen. Ich will mit denen gleich noch sprechen, ehrlich. Aber es geht nicht.